Wenn Luja eine Person wäre, dann würde ich sicher sagen, Luja ist eine saftige Persönlichkeit, eine mit Humor. Ein Weltenbummer, weil Luja kann man in ganz vielen Gerichten einsetzen, von einem Zürichschnetzel bis zu irgendeinem asiatischen Stir-Fry. Mein Name ist Flavio Hagenbuch, ich bin einer der Mitgründer von Luja Foods. Und bei Luja machen wir eine Alternative zu Fleisch auf Basis von Sojabohnen, Okara und Kichererbsen. Okara wird bei der Soja-Milchherstellung und der Tofu-Herstellung produziert. Der flüssige Teil, die Sojamilch, die wird dann nachher weiterverarbeitet zu Tofu, zu Joghurt. Der feste Teil bleibt in der Presse hängen. Das ist nämlich so ein Presskuchen. Und das ist das Fruchtfleisch. Und das ist Okara. Und das ist das Ausgangsmaterial, das wir für Luja nutzen. Luja wurde gegründet von Tobi, von Mike und von mir. Nein, wir haben uns nicht bei Business Tinder gefunden, aber es war auch nicht ganz anders gewesen. Also es ist so vielleicht eher so über alte Bekannte. Ja, also ich, wie du richtig gesagt hast, war ich früher mal in der Bank oder in der Finanzwelt unterwegs gewesen. Ich habe einfach gemerkt, dass das zwar irgendwie auch spannend ist, aber auch irgendwie, aber mich irgendwie nicht so richtig beglückt. Und ich habe gemerkt, ja, ich möchte einen anderen Beitrag an die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft leisten, der irgendwie mir mehr sagt. Was mich am Morgen antreibt, ist sicher, dass man eben jeden Tag passiert da etwas. Es geht vorwärts und ich arbeite mit einer coolen Truppe zusammen. Ja, wenn wir das natürlich schaffen würden, eine eigene Kategorie aufzutun, wäre das natürlich mega cool. Genau, aber das ist vielleicht so die Vision eher. Momentan ist es so eher, wenn wir uns schauen, hey, finden wir, wenn wir da in eine Lücke reindrücken, so, finden wir einen Platz. Aber grundsätzlich Luja versucht eigentlich auch eine Horizonterweiterung zu sein, dass man wieder etwas Neues kreieren kann. Man muss nicht unbedingt Fleisch imitieren oder kopieren, sondern man kann ja mal etwas Neues kreieren. Und das ist auch so der Grundgedanke dahinter, den wir vorantreiben wollen.